Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute was gefunden und zwar ein kleines Indie-Horror-Spiel. Das Ganze nennt sich Depart Prototype. Der Link dazu, den packe ich unten in die Videobeschreibung. Das Ganze gibt es nämlich nicht auf Steam, nicht auf Epic Games, nicht auf irgendeiner Konsole. Das gibt es nur auf einer Internetseite vom Entwickler selber. Da könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung nachschauen und euch das selber runterladen. Das Ganze ist eine Art Shooter aus der Bodycam-Perspektive, so wie eine Helmkamera, so eine GoPro oder sowas, mit dem Stil, gleichzeitig aber auch ein Horror-Game, und der eine oder andere hat vielleicht die folgenden Spielszenen schon mal gesehen. Das Ganze nennt sich Unrecord und ist ein Spiel basierend auf der Unreal Engine 5, was jetzt wohl bald rauskommt. Das sieht dermaßen fotorealistisch aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine oder andere Game in der nächsten Zeit in die Richtung geht. Und genauso funktioniert auch Depart Prototype. Lass uns reingehen. So, jetzt sind wir hier im Hauptmenü. Ich habe eben mal in die Einstellungen geguckt. Dachte mir, Grafikanpassungen und so, bevor man anfängt. Es gibt nur Low und High. Es gibt einen Volume Slider und die Empfindlichkeit der Maus. Das ist alles. Also würde ich sagen, starten wir einfach. Man sieht schon diesen Rand von der Kamera. Der überblendet. Und auch so ein bisschen dieses Kopfwackeln. Ich kann sprinten, das ist gut. Die Frage ist, ist es gut zu sprinten? Shoot. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich sehe nichts mehr. Ich gehe mal dem Licht nach. Ich habe von diesem Game ein kurzes Video gesehen. So. Tatsächlich nicht allzu viel. Ich weiß, dass man das hier jetzt drehen muss. Und dann geht hier dieses Tor auf. Und hier drin liegt eine Schusswaffe. Die wollen wir mitnehmen. Und jetzt wirkt das nämlich schon ganz komisch. Jetzt wirkt es ganz anders. Es sieht halt wirklich aus wie so eine Aufnahme aus so einer, naja, Helmkamera oder so, aus so einer GoPro. Und jetzt habe ich nur noch gesehen, wie genau hier vorne diese Tür aufgeschossen wurde. Und hier habe ich das Video ausgemacht und mir gedacht, das muss ich selber zocken. Das heißt, ab jetzt ist für mich auch alles unbekannt. Ist ja gerade eine Tür aufgegangen. Oh, Jesus Christ. Dunkler Gang. Nein. Licht. Hier ist Licht. Oh, leck mich. Das war mir schon zu viel. Nicht so gegen die Ketten laufen. Ich weiß nicht, inwiefern das Geräusche macht. Geht nicht. Geht's hier noch lang? Hier ist Licht. Licht ist auf jeden Fall immer gut. Hier ist noch ein Weg. Oh Gott. Das ist wieder nicht gut. Da hinten ist Licht. Warum habe ich eigentlich so blutige Hände? Diese lauten Schrittgeräusche, sind das eigentlich meine eigenen manchmal? Die kommen nämlich irgendwie gefühlt nur so unregelmäßig. Ah! Es spielt sich so komisch. Aber das hat sich nicht bewegt. Das ist ja, eine Puppe oder so. Hier. Ist das eine Taschenlampe?
Ah, es ist so eine aufschiebbare, und ich kann es tatsächlich einsammeln, so eine aufschiebbare hier für die Waffe. Hier hängt tatsächlich nur so ein kleiner Haken. Okay, das geht ja noch. Ich weiß auch nicht, ob es hier wirklich Gegner gibt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe tatsächlich eher das Gefühl, dass dieses Spiel so ein bisschen mehr mit Schrank, dass dieses Spiel so ein bisschen mehr mit Horror, Atmosphäre und Jumpscares arbeitet, als wirklich mit Feinden. What the fuck? Da habe ich Pause gedrückt. Ich habe Gänsehaut. Ich habe damit. Da gehe ich nicht lang. Junge. Oh, ich muss mal kurz. Wild. Schön. Schön, so mag ich das. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es richtig Gegner gibt irgendwie. Ich meine, ich habe zwar eine Schusswaffe, das widerlegt es eigentlich. Und eigentlich müsste es dann Gegner geben. Von wo genau kam ich denn jetzt eigentlich? Ich bin ja jetzt völlig lost. Wo war denn? Wie war dieser Gang? Ach so, nee, in diese Richtung wollte ich gehen. Oder nicht? Ja, und dann wollte ich hier nochmal lang. Die Waffe spricht zwar dagegen, dass wir richtige Feinde haben, aber ich kann mir das irgendwie. Weiß ich nicht. Das wäre auch ein bisschen heftig, finde ich, in dieser Perspektive und so. Kann natürlich trotzdem sein. Und wenn ja, dann hoffe ich, dass es zumindest irgendwelche Menschen sind und nichts Übernatürliches. Ach so, hier war dieser eine dunkle Gang, der einfach nur zu Ende ist. Sehr gut. Hier ist dieser eine Raum, wo vorhin die Lampe über mir kaputt gegangen ist. Und hier steht nur ein Stuhl drin. Herrlich. Ich glaube, dann wissen wir, wo wir lang gehen müssen. Kurze Frage, diese wackelnden Ketten, war das von mir eben? Ich bin doch nicht bis hier hingelaufen, oder? Wieso wackelt die Kette noch? Ich weiß es nicht. Da müssen wir in den Keller. Wir müssen in den Keller. Was ist nun los? Habe ich fertig, oder? Ach so, lange Ladezeit. Saving. Okay, wir haben auf jeden Fall gespeichert. Closed. Aufschießen geht auch nicht. Oh, ich fühle mich richtig unwohl. Ich fühle mich richtig unwohl. Die Atmosphäre ist echt heftig. Wir machen das hier mal auf. Geht das Tor auf? Sehe ich das richtig? Ja. Wir haben aber noch zwei Tore. Das heißt, wir suchen so eine Dinger. Ich habe eine Frage. Atme ich gerade so laut? Atmen ist weg. Okay, das bin nicht ich, da ist was. Kann sich nicht ducken oder so, leider. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
Closed, alles closed. Ich höre andere Schritte, ich höre Schritte. Was ist das und warum leuchtet sein Kopf? Okay, es gibt Gegner. Es gibt Gegner. Was bist du? Ein Schlüssel. Es gibt Gegner. Und das gefällt mir gar nicht. Was kann ich mit dem Schlüssel machen? Kann ich hier rein? Oh, Tatsache. This way. Und was ist mit that way? Oh, ich werde irre. Die Atmosphäre macht mich so platt. Da ist eine Tür. Achso, das ist das, wo ich unter durchklettern wollte. Und genau hier hinter dieser Wand hat es geatmet. Muss ich jetzt hier durch? Achso, gegenlaufen. Gegenlaufen hat funktioniert. Hier ist noch so ein Rad. Das war jetzt nur ein kleines Zucken. Also es wirkt jetzt komisch und passt gut ins Game, aber ich kann euch sagen, das war eine Fehlfunktion von der Physik, von der Physik Engine. Ich fühle mich so unwohl. Diese zwei Gänge finde ich auch richtig scheiße. Ich bleibe mal jetzt ab und zu stehen, um zu hören, ob da andere Schritte sind. Zwei Tore sind auf. Spricht da jemand? Das klingt wie eine Bohrmaschine oder eine Kettensäge oder so. Ich kann die Richtung der Sounds nicht richtig einschätzen. Lauf! Ah! Retry. Oh Gott. Jesus. Ja, wie mache ich denn Retry? Ich kann nicht. Nein, ich habe auf New Game gedrückt. Okay, ich mache das noch mal kurz. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir stehen nun wieder vor diesem Tor. Das hintere Tor habe ich geöffnet. Den hier drehen wir jetzt auf.
Und dann gehen wir einfach mal in die andere Richtung. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht kommt da auch so ein, aber ich wüsste auch nicht, wo wir hinrennen sollen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, hier passiert gar nichts. Ne. Wir müssen also zu dem Typen. Und uns dann ganz schnell verpissen. Nee, nicht da lang. Einer ist weg. Aber der ist doch auch noch größer. Erzähl mir doch nichts. Ah, ich weiß nicht, wo lang. Hier lang. Habe ich sie down? Okay, die waren auch noch zu dritt. Okay, deswegen hat er mich nicht angegriffen. Der war schon tot. Was ist mit seinem Arm? Dann haben wir hier noch so einen kleineren und noch diesen mittelgroßen hier irgendwie. Mit Punkten. Boah, gefällt mir gar nicht. Das ist so krass, das Game. Bitte lass jetzt nicht nochmal irgendwas hier kommen, bitte. Ich möchte doch nur quasi einmal zum Ende von dem Game. Oh, das ist schon wieder zu nervenaufreibend für mich in meinem Alter. Okay, damit müssen wir jetzt das dritte Tor geöffnet haben. Ein bisschen ruckeln tut das Ganze leider. An der einen oder anderen Stelle. Tor ist offen. Komm ums Eck. End. Okay, ich habe keine Ahnung, was der Typ noch gemacht hat. Ich bin ja leider weggelaufen. Aber das war's dann auch schon. Auf jeden Fall ultra nices kleines Horror-Game. Wenn da mal was richtig Großes draus wird, bin ich gespannt. Wobei das fast gefühlt, wie gesagt, schon zu nervenaufreibend ist für mich. Aber es könnte trotzdem geil werden. Es könnte geil werden. Dieses Setting muss ein bisschen angepasst werden, weil nur dieses Keller und komische Gänge und wie auch immer feiere ich tatsächlich nicht mehr so. Das gab's zu häufig, das ist so richtig Klischee. Das wäre schon geiler, wenn man da irgendwie eine gewisse, naja, eine vernünftige Map draus baut. Mit auch Sinn und Verstand und nicht einfach irgendwelche wahllos zusammengesetzten Betongänge. Aber das Grundprinzip, das schockt. Wie gesagt, wenn ihr es auch zocken wollt, guckt gerne unten in die Videobeschreibung, da habe ich den Link mit drin. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao.